Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ihr seht jetzt nicht viel, jetzt ist offen, weil ich das Schild abmachen musste. Wir wollen was auspacken. Und zwar ein Starthilfegerät. Von JFEGWD. Ich weiß jetzt aber nicht, welches Modell das ist. Jumpstarter. Also müssen wir uns überraschen lassen. Ich weiß jetzt nicht, welches Modell das ist, weil die haben verschiedene Modelle. Gut verpackt. Ich habe ja schon einen so einen. Und die wollten mir nochmal einen schicken. Mal gucken, welcher das jetzt ist. Wenn es der gleiche ist, dann habe ich wenigstens was für Weihnachten zum Verschenken. Und dann nochmal. Ist doch der gleiche, oder? Nee. Ach so, hier sind verschiedene Modelle drin. Okay. Werden wir uns mal angucken. So. Wir haben einmal das Gerät an sich, dann das Heftchen und dann haben wir, was schön ist, dass das halt zu ist hier, dass es mit einem Reißverschluss zu ist, ja, dass man es aufmachen kann, ohne dass dir alle rauskommt. Habe ich schon anders gesehen, leider. Das funktioniert hier wirklich gut. So, jetzt machen wir das mal alles raus. So, und dann haben wir dann halt einmal zum Starten logischerweise und einen USB-C auf USB-A zum Laden vom Gerät an sich. Ja. So, dann machen wir das mal kurz beiseite, dass wir uns das angucken können. Meins habe ich leider noch nicht testen können, weil meine Batterie noch nicht leer war. 12 Volt ready. Nee, das muss ein anderes sein. Ah, hier war noch eine Lampe. Achtet er erstes an, das ist Blinken, um auf sich aufmerksam zu machen. Und das ist SOS, dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz. Oder dreimal lang, dreimal kurz, dreimal lang. Und aus. Hier haben wir dann den Kabel, der dann halt hier reinkommt. Den gucken wir uns dann nachher an. Entschuldigung. Mann, mein Hals. 12 Volt. Und hier haben wir dann, also rum, Moment, so, haben wir hier einmal Output, also Out, 5 Volt über ein USB-A, Out, USB-C, na, da kann man dann auch sein Handy dann zum Beispiel laden und In, 5 Volt, 2 Ampere, USB-C zum Beladen, also beladen und rausnehmen. Ist schön, dass die getrennt sind, aber ich hätte das, was ich bei einigen ja schon sage, das wäre halt gut, wenn das ein rotes Feld wäre oder halt rot umrandet wäre, dass man weiß, oh, den nicht nehmen. Weil, also mich stört es nicht, aber ich habe von einigen gehört, dass die das besser finden, wenn man das deutlicher abgrenzen würde. Nichts zu drücken.
schließen wir das mal an. So, und das geht halt auch nur, ich zeige euch extra, nur in eine Richtung geht es, weil die Innenseite ist abgeflacht. Ja, und die passt nur da rein. Dann leuchtet es hier blau. Dann ist alles Roger. Da war der Akku jetzt zu schnell aus, obwohl eigentlich noch Energie drauf war. Wir sind auch, wir haben volle Pulle. Haben wir auch Schutz. Ja. Wir haben einen Schutz. Also hier, ich mache jetzt einfach mal, hier seht ihr das. Und dann haben wir einen Schutz. Blinkt hier auch irgendwas dann? Ja. Wir haben einen Schutzschalter auf jeden Fall mit bei hier rot. Das ist sehr gut. Okay. Ja, hier ist halt leider jetzt nicht so viel zu sehen bei dem Modell. Ich packe das mal kurz wieder weg. Wir gucken uns dann gleich nochmal in dem Heft was an. Das ist ein komplett anderes, als ich davor hatte. Weil da war ein Display mit bei. Ich habe mich schon gewundert. Aber das war auch ein 6000er. Warum sie mir das gleiche nochmal schicken wollen. Ich hatte ja geschrieben, dass ich schon mal hatte. Aber wie gesagt, ich habe es bis jetzt noch nicht testen können. Aber ich habe es meinem Werkstattmann gezeigt und der hat gesagt, sieht gut aus, gut verarbeitet. Ja. Moment. Oh, ich habe mir das jetzt nochmal aufgemacht. Das ist auch 6000A, was bei meinem alten dran stand. Das habe ich aber jetzt nicht hier, das liegt im Auto, logischerweise. Das ist so ein bisschen wie das hier aufgebaut. Ich habe mir bei YouTube gerade mal mein Video angemacht. Ja, außer dass das, was hier blau ist, rot bei mir ist und 6000 A steht. Und hier steht 3000 noch was A. Und da habe ich dann halt bei meinem alten, habe ich dann halt so Displays, ja. Also oben und unten. Das ist jetzt hier halt nicht. Hier haben wir das jetzt. Gucken wir mal nach. Steht auch erklärt, halt den Kabel rein, Start. Dann dat. So, hier haben wir dann noch das jetzt, 6000A. Ist das F40? Bei mir war das F60. Ja, F60. Das andere ist das F60. Ich kann hier nochmal nachgucken, sicherheitshalber. Da kommt hier noch eins. Ja, hier. Nee, das ist nochmal das, was wir jetzt haben. So. 6250. F40. Hier ist es. Das F60. Das ist mit dem Display. Das hatte ich beim letzten Mal vorgestellt. Das hat auch mehrere Knöpfe. Also zwei Knöpfe, einen oben, einen unten. Aber wir haben jetzt das hier. Finde auch schön, dass das alles vernünftig erklärt ist. Auch gut bebildert. Ja, da sieht selbst ein Laie oder ein Fahranfänger, wie rum muss ich jetzt was machen. Einschalten, um zu gucken, wie die Energie ist. Den Kabel ran. Den Kabel wie an Plus und Minus. Power. Also beim Auto. Start the car. Und dann den Stecker abmachen. Die abmachen. Also nicht erst die ab, sondern erst aus dem Gerät rausziehen. Hier ist dann auch nochmal eigentlich. Aber warum steht hier 6250A? Hier steht doch nur 6000A. Das ist, was ich nicht verstehen muss.
LED-Light, USB-A, Output, Port. Steht auch alles gut beschrieben da. Und dann fängt halt schon das nächste an. Ach nee, hier haben wir auch nochmal. Wollen wir mal gucken, haben wir da dann, da war doch gar kein Knopf dran an dem Ding. Ne, hier ist kein Knopf dran. Hier ist noch ein Aufkleber drauf. Aber hier ist kein Knopf. Ach, hier hinten ist ein Knopf. Boost. Okay, wir haben hier hinten noch einen Boost-Knopf. Das war's eigentlich schon. Also wir haben da nicht großartig was dran, was wir machen können. Also ich finde es gut, dass alle in der Anleitung alle drin sind. Dann kann man halt vergleichen. Jetzt muss ich hier jetzt mal gucken, dass ich das hier halt heil alles eingepackt kriege. Schön, dass ihr Teil verpackt ist. Ja, aber ich kann es euch halt leider nicht demonstrieren. Also ich denke mal, weil alles leuchtet, ist voll geladen. Ich habe auch noch eine Schutzfolie drauf hier. Also nicht, dass ihr euch wundert. Ich lasse die drauf, weil ich möchte ja nicht, dass es verkratzt. Also solange. Ich lasse die Folie meistens immer so lange drauf, bis sie wirklich hier irgendwo Dreck drunter kommt und sich von alleine ablöst. So lange lasse ich das halt immer noch drauf. Jetzt habe ich zu weit abgemacht. Naja, okay. Es geht dann automatisch auch aus. Ist auch so gummiert, ist es. Wie gesagt, die Lampe, USB. Ach Quatsch, hier für das Gerät, hier hinten ist USB. Ja, ist alles mit dran, was man sich so wünscht. Man kann so ja sein Handy unterwegs laden. Das ist dann halt gut, wenn ich unterwegs Pokémon Go spiele, weil den Akku halt ja immer dabei für das Auto. Auch eine schöne Tragetasche. So ein bisschen leichter, würde ich sagen, als das anderen 6000er, den ich habe. Ja, gut verarbeitet, alle drum und dran. Ich habe leider noch nicht die Möglichkeit, das zu testen, weil ich habe kein Auto gerade da mit einer leeren Batterie. Ich werde mal bei meinem Werkstattmann heute Nachmittag anhalten. Vielleicht hat er ja ein Auto da, wo die Batterie leer ist. Aber das, logischerweise ist es nicht lange. Moment. So, war Post. Ja, logischerweise hat meine Werkstatt halt nicht lange ein Auto da, wo keine Batterie da ist. Oder defekt ist. Weil normalerweise melden die Leute sich ja und sagen hier Batterie und werden abgeschleppt und dann wird schon bestellt. Oder kommen hin und wird bestellt und dann ist die halt meistens innerhalb von ein paar Stunden ja schon da oder er hat eine Batterie da. Und dann wird das auch immer schnell ausgetauscht. Deswegen ist das halt immer, ja, Glückssache. Aber ich habe das alte Gerät gezeigt und das ist ja fast so, bloß dass das halt weniger Schnickschnack hat. Und da hat mein Werkstattmann auch gesagt, macht einen ordentlichen Eindruck. Dann würde ich jetzt hier auch einen Cut machen. Hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Sagt euer Odin.